Das ist der Start zum vierten Rennenpreis des Kantons St. Gallen. Gustavo de Jomo übernimmt erstmal die Spitze, gefolgt von Elios Debaux, der eine ideale Position hat. Dann folgt mit der Nummer 5 Harmony Rose. Die 2, das ist Inabamis und der Favorit Hai Nun erstmal am Schluss des Feldes. Im Gänsemarsch in einer Kolonne aufgereiht, Evelyn Hirt in Front. Gustavo de Jomo würde gerne noch schneller, was sie aber nicht zulässt. An zweiter Position Xavier Bouvet, der vorhin Pech hatte im ersten Trabrennen. Da gab es einen Sturz und einen kaputten Sulky. Er jetzt an zweiter Position mit Inabamis. An dritter Stelle trabt die Nummer 5, das ist Harmony Rose. Dann eine kleine Lücke, aber gleich wieder geschlossen von Inabamis. Und der Favorit Hai Nun am Schluss des Feldes noch in Lauerposition. Die Positionen sind bezogen. Gustavo de Jomo führt. An zweiter Stelle ist es Elios Debaux. Dann folgt Harmony Rose, Inabamis und Hai Nun. Gegen den Jeninsa-Bogen in einer Runde wird dann irgendwann mal das Tempo verschärft, nehme ich mal an. Dann ist das nämlich der Schlussbogen. Gustavo de Jomo, Evelyn Hirt im Front. Dahinter Elios Debaux mit Xavier Bouvet, dem Amateur-Champion. Dann folgt mit der Nummer 5 Harmony Rose mit Ludovic Thoreau. Dann Inabamis mit Raphael Freno im Sulky. Und am Schluss der aktuell führende Berufsfahrer der Schweiz, Adrian Burger mit Hai Nun. Adrian Burger, der heute bereits ein Rennen gewonnen hat mit Eiscocktail. Auf die zweite von drei Tribünenpassagen mit Gustavo de Jomo. Xavier Bouvet an zweiter Stelle mit Elios Debaux hat mal einen Blick nach links geworfen und geschaut, wo ist mein Hauptkonkurrent? Hai Nun, der ist am Schluss des Feldes zwischen den beiden und da schaut Xavier Bouvet immer noch. Schauen Sie, der ist ganz aufmerksam. Was passiert jetzt da? Solange keiner angreift, ist er in einer idealen Position. An dritter Stelle ist es Harmony Rose mit Ludovic Thoreau. Die Nummer 2, dann Inabamis mit Raphael Freno und Hai Nun mit Adrian Burger am Schluss des Feldes. Zum letzten Mal durch den Mainfelder Bogen. In die Gegenseite mit Gustavo de Jomo in Front, dahinter Elios Debaux, gefolgt von Harmony Rose mit Inabamis und Hai Nun. Gustavo de Jomo führt vor Elios Debaux, dann Harmony Rose, Inabamis und Hai Nun. Und wie es oft so ist, wenn das Tempo nicht allzu schnell ist, dann haben am Schluss alle noch einen guten Endspurt. So wird es für Hai Nun jetzt vermutlich nicht ganz einfach, von da hinten wegzukommen. Vorne ist Gustavo de Jomo. Jetzt macht Adrian Burger sich auf, den Angriff zu lancieren, aber Xavier Bouvet ist noch schneller und Xavier Bouvet übernimmt die Spitze mit Elios Debaux. Jetzt ist das Rennen richtig lanciert, Elios Debaux ist in Front, dann kann Harmony Rose hier mitgehen. Nicht weiter kommt Gustavo de Jomo und für Hai Nun ist der Weg weit. Nur noch 220 Meter und Elios Debaux ist weg. Elios Debaux ist weg. Elios Debaux, Xavier Bouvet, der kann sich schon umschauen, der wird nicht mehr eingeholt hier. Xavier Bouvet nach dem Pech im ersten Rennen gewinnt er hier das zweite Rennen. Kampf um das zweite Geld mit Harmony Rose vor Hai Nun auf dem dritten Platz. Die Nummer 3 dann Gustavo de Jomo und fünfter Inabamis. Souveräner Sieg für Elios Debaux mit Xavier Bouvet. Elios Debaux, der das Direktduell mit Hai Nun also auch diesmal gewonnen hat. Und das Schöne am Ganzen ist, dass wir diese Pferde in einer Woche höchstwahrscheinlich die meisten noch mal sehen werden. Das war nämlich der Vorlauf, es folgt noch ein zweiter Vorlauf und am nächsten Sonntag ist dann das Finale. Und wer weiß, vielleicht geht das Ganze dann anders aus, vielleicht wird das Rennen dann ein bisschen anders gelaufen.